Mann, die Mucke, ey, boah, brutal. Und alle betrunken, alle lagen betrunken, 4 Uhr morgens da. Ja. Und es war ein Wunder. Es war nicht hier. Heute ist. Oder die HDJ-Partys, ja, genau. Das waren noch Zeiten, Mann. Und wenn ich das heute überlege, wenn ich Kinder bekommen würde, ich weiß nicht. Mir würden sie leid tun. Also es gibt das nicht mehr. Also schon Und was anderes, naja, aber du weißt ja selber, ich habe eine ältere Tochter, ne, und ja, Mann. ist auf jeden Fall ein bisschen anders, man denkt schon anders. Und Gib mal aber zu, die sind heute wie Maschinen, verantwortungsvoller auch. Ist komisch, ne? Ich meine jetzt nicht, in wen sie sich verliebt, sondern so dieses Plan, Strukturieren von einer Feier, alles ist so perfekt, so alles ist so kalt und es muss immer alles stimmen, Red Bull, ja, die Schminke, so durchgeplant von A bis Z, alles ist durch. Und Ja, ist allein, weil es durchgeplant ist, ist es einfach schon schlecht, weil du fängst an und hast schon eigentlich eine schlechte Party. Deswegen, ich mag gar nicht, wenn man irgendwas plant, sondern ja. es muss einfach irgendwann einfach kommen. So, also es kommt der bringt noch mal was zu trinken mit, dann ruft Richtig, an, richtig. da kommen fünf andere und auf einmal sind 20 Mann da und man macht auf einmal Rock'n'Roll. Das war wunderschön und ich muss sagen, wie die Beziehung früher gehalten haben, wow, weil man hat mehr Hunger, Leid und man hat mehr Schmerzen durchgemacht und wir haben Eltern gehabt, die haben noch zugeschlagen und das war ganz normal. Du hast trotzdem deine Eltern geliebt, ja. Wir kamen noch von einer Generation, wo zugeschlagen wurde, ja. Das hat ein bisschen zusammengeschweißt, ja. Patrick hat in die Fresse bekommen und ich auch und wir treffen uns draußen. Er guckt mich an, ich gucke ihn an und wir sagen, Bro, komm, lass uns eine schöne Zeit machen. Man wird gelacht, weil er beide Schläge, selbst die anderen Eltern haben eine Ohrfeige verteilt. Das war. Oder, du warst vor der Tür, du bist am Klopfen und du hörst, wie er aufs Maul kriegt von seiner Mutter. Ja. So, und dann geht die Tür auch auf und er sagt, ach, leck mich. So, das war für mich. Holger Schniedel, wie geht's dir, mein Lieber? Wo bist du, Mann? Holger Riedel, ist er in unserem WhatsApp-Club? Ist das unser Holger Riedel? Ist das unser Holger Riedel? Ja. Holger Riedel, damit du mir nicht mehr wegläufst, wir machen dich jetzt zu Modi. Du bist Modi, schnipp, schnapp und du bist raus rein. Ja, und nein, ich schreibe einer, heute wird das Messer gezuckt. Nein, früher, die ganz bösen Jungs, Butterfly, ganzen Tag am Spielen Kaugummi kauen. Die ganz, ganz bösen Jungs vor der Gesamtschule. Das schwöre ich euch. Bomberjacke, Springerstiefel, auch die ausländischen Jungs, ja. Alpha-Jacke, genau. Genau wo die Handys kamen, kam die Roboterzeit, die herzlose Zeit. Genau wo das 5210 kam, 3210, ja, diese dicken Schläger-Handys, ja, in Türkisblau und in Pink. Bomberjacke war zu heftig. Wir müssen aufhören, Mann. Wir müssen auch dann Hugo Boss, alle rochen nach Hugo Boss, bottled. Oder Hugo Job. Boss, bottled. Ja, da gab es auch Reebok Deo und so. Dann kam die Reebok-Zeit, ja, die Reebok-Zeit, Ja. Reebok Classic, Ja. und die Mädchen sind drauf abgefahren. Alle Mädchen hatten Reebok Classics an. Wisst ihr, wie sexy das war? Und heute, ja. Wenn ich mir überlege, dass ich diese ersten Jordans hatte, ne, die heute Milliarden kosten, und Ja. früher, hast du die gekauft und dachtest so, ja, gut, der erste Jordan, aber wie leicht dieser Schuh war, wie geil dieser Schuh war. Wow. Total. Entschuldigung, Dobi-Mami, ich bin Dobermann-Züchter. Also ich bin mit Dobermännern groß geworden. Du musst mir unbedingt schreiben. Unbedingt, ja. Also wenn du wirklich Dobermann-Mama bist, weil die Dobis, ach egal, mir geht das Herz auf. Ich suche jetzt einen Welpen, ja. Ich habe ja schon einen Hund, aber jetzt noch einen Fishbone, Dickies, Osiris. Nein, Dickies. Diggis waren so Liebhaber. Diggis waren die, die richtig geflirtet haben, die geilen Gangster. Das waren so, ey, Skater war früher selbstverständlich. Skater, Inliner sind wir früher gefahren und Fahrrad. Da wurde es verprügelt früher, so ein bisschen, aber Ja, du wurdest verprügelt. ich nicht, aber die Inline-Skater. Und auf jeden Fall, wir waren noch früher ganz oft im I-Punkt in Hamburg. Nein, im Ernst? Thomas I. Punkt? Da Wir war ich waren. groß geworden. Karat, aber, jetzt haltet euch fest, Echo war heftig, das waren die Rich Kids, die Skater, die reichen Skater, Echo. Und dann gab es noch ein anderes, sag mal schnell, Echo. FUBU!
Fubu. Dürfen wir nicht vergessen. Pele, Pele. Fubu. Ja? BMX-Zeiten, ja. Fubu. Fubu war so peinlich heute. Kalkani, oh mein Gott, Kalkani. Sean John, oh mein Gott. Man hat so angegeben damit. Und das war nicht so wie heute. Keiner durfte in dem Radius 10 Meter an deine Schuhe rankommen. Southpool. Southpool, perfekt. Ja, das, heute ist so, ja, tritt auf meinen Schuh, sieht besser aus. Aber früher, da hat man rangeleckt, die haben geheult, die Jungs. Helly Hansen! Helly Hansen, Mann. Tony Hawk, ja, da war ja noch 80. Alles Homeboy war auch richtig gut, brutal damals. Ja, das stimmt, das stimmt. Das war noch Zeit, Mann. G-Star und Hosen. Heute ist das gay, früher war G-Star top. Ja. Oh, ey, Schnarke, die weiblichste Zeit, ich schwöre es dir, waren die Buffalo-Zeiten bei Mädchen. Die sahen alle aus wie Punkt, Punkt, Punkt. Ja, die sahen alle aus wie ihr wisst schon. Ich schwöre es euch, wie war der Popo, wie kam er zur Geltung? Die Mädchen, wir hatten, also das schönste Mädchen hat so hohe in weiß getragen. Mhm. Boah. Und dann enge weiße Leggings, eine Helly Hansen-Jacke, knallrot. Aber echt, Alter, das stimmt wirklich, Alter. Gute Frauen, die gesagt haben, wie aussahen die Weiber an der Volksmitte. So war das früher, ja. Prügelt euch. So waren die Mädchen. Prügelt euch um. Plateaus. Buffalo Plateau. So hießen die, Mann. Buffalo Plateau. Das waren diese Üblen. Die schönste Frau. Hey, Swiss. Ja. Meist war es wirklich so. Aber bei uns war viel. War nochmal kein Ort. War halt früher die Raver-Zeit hier. Oh mein Gott. Dann gab es so immer die Raver-Ecke mit diesen 1000 Schlüsselbändern und Neon-Anzügen. Ja. Die haben wir immer geschubst. Und immer, wenn man alleine war und man keine Zigaretten hatte, haben gesagt, ey, René, gib mal eine Zigarette. Ja, kein Problem, Mann. Hast du nur Hand gehoben? Ich habe nur noch zwei. Okay, dann teile damit ganz schön. Ja, gib mir. Genau, genau. Oh Gott. Heute sind die am weiblichsten sind, die Männer, die meisten Frauen kriegen. So. Heute machst du allein Herzchen rein, die Frauen, wenn du die fragst, ich mache auch Umfragen, wenn du fragst, sagen die, also ich stehe auf toxische Männer, die ein Alkoholproblem haben, ein Weedproblem haben. Ja, die sollen einfach spannend sein, ja, die sollen toxischer sein wie ich, das ist geil, das macht mich einfach. Ich habe so ein Syndrom entwickelt, weißt du, für diese Menschen, die so denken, die können die Kaputten wieder heilen, das funktioniert aber nicht. Das raffen die dann erst nach so einem halben, dreiviertel Jahr. Nein, die wollen so ein, ja, das auch, aber die wollen einen Kaputten haben, der noch kaputter ist als die. Ja, so scheiße. Und die wollen aufs Maul, die wollen TikTok-Sport, die wollen das, die mögen das. Das hat sich alles geändert, mein Lieber, das hat sich geändert. Und du guckst heute das Mädchen an in die Augen und sagst so, ey, was machst du denn? Sagst du, ich will dich ärgern, bis du durchdrehst. Und sagst du, okay, aber was hast du davon? Ja, wenn du Mann bist, setz dich doch durch, klatsch mir doch eine. Und dann denkst du so, ey, Mann, hallo, ich will, das ist voll negative Energie, warum soll ich das machen? Also ich mag das, wenn der Mann einfach mal ausholt. Weißt du, alle Männer tun alles für mich, weil ich so hübsch bin. Guck mich doch an. Du darfst das. Dann denke ich mir so, ey, ich wollte nur eine Mikrowelle mit dir kaufen. Was ist los mit dir, Mann? Wir sind bei Saturn. Soll ich dir jetzt einer klatschen? Was sollen die Leute denken? Ja, ehrlich, unfassbar. Aber es gibt wirklich nur so eine Frau, ne? So komische. Umso hübscher die sind. Setz dich durch, egal wo wir sind. Zeig, dass du mein Mann bist. Dann sag ich so, okay, aber das will ich gerade nicht machen, Mann. Ey, hallo, ey, guck mal, ey, guck mich gerade so an, guck mal, wie er mich anguckt. Dann sag ich so, ja, Mann, und? Ist doch toll, ist doch ein Kompliment, Mann. Ja, wie, wirst du nicht eifersüchtig? Dann sag ich so, hallo, wir sind gerade mal 2 Tage am Chillen, was ist los mit dir? Ich wollte gerade sagen, ist doch egal, Mensch, lass ihn doch gucken, das ist doch nicht um... Nein, es zeigt, das sind alles Shit-Tests, das ist alles Mindset, das ist toxisch. Du musst als Mann, wenn du ein Gewinnertyp bist, sagst du, ja, ist okay, lass ihn gucken, du gehörst ja mir. Genau. Ja. Oder noch besser ist, du gehörst noch nicht mal mir, ja, du bist frei. So, wenn dich jemand nervt, wenn dich jemand bedrängt, anfasst, dann bin ich für dich da, aber ansonsten lass ihn. Ja. Musst du alleine mit klarkommen, er bedrängt dich ja nicht. Aber das sind alles so toxische Angriffe auf dein Mindset und da darf man sich niemals auf einen. Das ist außerdem Menschen, die sich kleiden, na dann ist doch normal, dass die Männer hinterher gucken, was ist los. Nein, für mich, bei mir ist das so, für mich, ich
liebe die Frau, die auf dominante Männer steht, aber das Gegenteil ist von mir, also das Wasser, ich bin das Feuer, die eine ruhige Stimme hat. Ich kann alles ausstehen, ich dulde alles, man kann alles mit mir, aber ich mag nicht, wenn geschrien wird, weil in meinem Leben so viel geschrien wurde und geschlagen wurde. Und deswegen möchte ich das nicht, wenn ich mir das jetzt aussuchen kann. Und viele sagen, warum bist du Single, warum bist du alleine? Einfach so. Ich sage das der Frau auch nicht. Wenn ich sie kennenlerne, ich merke, sie erhebt die Stimme, obwohl sie alles erreichen kann, wenn sie flüstert. Sie kann alles von mir kriegen. Alles. Sie sagt, ja, trag heute die und die Hose. Okay, mache ich. Wir gehen das und das machen. Mache ich, ist kein Problem. Aber bitte, pass auf, rede etwas ruhig. Ja, ich bin intelligent genug, man kann mit mir dieses laute Schreien. Dieses Schreien. Ja, ja, genau, aber zu Hause musst du entspannt ablaufen. Genau. Perfekt. Perfekt. Die ganze Zeit, dein Umfeld schreit doch schon die ganze Zeit. Oder, ja, richtig. Deine Kollegen. Ja, du willst doch, wenn du nach Hause kommst, das muss so wie so eine Kapsel sein, weißt du, so wie so ein Vakuum, bumm, zu. Und dann, ja, richtig. Dann machst du an und was zu essen, was Leckeres, unterhältst dich ein bisschen, wie war der Tag. Nicht mal, ich bestelle uns was, ist mir scheißegal, ich koche sogar, aber bitte. Was, nein, aber ja. So auf jeden Fall in der Art. Genau. Und deswegen, ich achte beim ersten Date sehr darauf, wie geht sie damit um. So, natürlich muss sie darauf stehen, wie böse ich bin und dass ich dominant bin. Aber ich muss auch darauf stehen, wie toll ruhig sie so nach Lösungen sucht und mit einer Psychologie gut erzogen. Sagen wir mal so, in dieser Hinsicht gut erzogen. Und die meisten, die keine Väter hatten, die sind am Schreien. Oma, vielen Dank, Dankeschön, mein Schatz. Ich habe das gemerkt, ja. Wenn ein Mädchen einen Vater hatte, hat sie Anstand. Es ist komisch, es hört sich böse an, aber es ist, leider ist das so, ja. Ja, auf beiden Seiten, es beruht immer auf Gegensätzlichkeit, also Gegensätzlichkeit mit beiden. Ja, man, ja, das stimmt. Das stimmt. Es gibt natürlich auch Leute, die haben einen Elternteil, die sind alles, ne? Genau, das ist das Problem, ja. Wenn so eine Rita Roswitha, so eine Kita Roswitha, weil sie groß zieht und den ganzen Tag wie so ein Drill Sergeant durch die Wohnung läuft. Ja. Also, Erziehung ist wichtig. Und bei mir, es kann die schönste Frau der Welt sein. Sie kann mit Millionenkoffer kommen. Wenn sie schreit, sage ich, pass auf, ja. Alles Liebe. Das geht nicht, weil ich bin ein Schnake, wir sind intelligent genug, dass wir die Informationen auch so empfangen, ohne Schreien. Ja, also eigentlich siehst du das an der schon an der ganzen Art und Weise, wie eine Frau sich verhält und benimmt. Ne? Ja. Und wenn du sie anguckst und so weiter, du weißt ganz genau, dass sie entweder versucht, dich so ein bisschen aus der Reserve zu locken, indem sie mit anderen Leuten am Tisch vielleicht auch noch guckt und dies und das. Ja, das sieht man direkt. Also ich würde das sehen. Ja, ich habe das jetzt, Michi, Dankeschön, ja. Ich habe das jetzt zum Beispiel gemerkt, so, ne, sie ist immer jedes Wochenende da. Und egal, welcher Mann da ist, ich finde das süß, ne, sie ist mit ihren Augen, sie kann gar nicht weggucken. Und sie nennt auch jeden Mann Bruder. Und ich sage so, bitte mach das nicht, wenn ich da bin. Die Männer haben andere Fantasien als du. Die wollen dich nicht als Schwester, die wollen was anderes. Ja. Noch nicht mal dein eigen, also man muss vorsichtig sein, ja. Aber das sind süße Menschen, ja. Das sind süße Menschen, nette Menschen. Und es ist schlimm. Alle ein Herzchen rein. Man sollte in dem kleinsten Raum, das ist, sagt Coach Frankie immer, ein Pärchen sollte in dem kleinsten Raum, sogar in einer Gefängniszelle, jahrelang miteinander können, in Ruhe. Also einen ruhigen Ton, Lösung finden, gemeinsam reden bei einer Kerze. Ja. Und das ist wunderschön. Und wenn man bei so kleinen Stressmomenten durchdreht, das geht in die Hose, ja, das bringt nichts. Was Schnack und ich sagen wollen, ist, nicht aus Einsamkeit auf Zwang mit irgendjemandem zusammenkommen. Ja. Auf jeden Fall, es macht keinen Sinn. Auf jeden Fall. Es macht keinen Sinn, ja, das Loch zu ersetzen. In der Zeit könntest du deinen Partner, eine Partnerin finden, die dir entspricht, ja. Und ja. Aber heutzutage ist auch so also sehr schnelllebig, ne? Alleine mit diesen ganzen Seiten, die es so gibt, weißt du, wie so ein Katalog. Du blätterst durch, die schreibst die an, Habe ich früher gemacht, ja. Aber es gibt so viele Plattformen und wie gesagt, kann ja jeder machen, wie er will, aber
für mich, ich bin da mehr oldschool. Ne? Ja, ja, so im Alltag. Das ist am geilsten im Alltag. Und du gibst auch im Alltag mehr Gas. Ja, aber hast du so eine, hast du aber so eine App, dann bring, das klingelt die ganze Zeit, dann gibst du im Alltag nicht mehr Gas. Ja? Und bei mir ist das so, ja. Sorry, zweitens ist es generell einfach zu viel Fake, meiner Meinung nach. Und weißt du, dann die präsentiert, als wären sie, was weiß ich, Marilyn Monroe wollte ich schon fast sagen, als wären sie sonst was, ja. Und dann kommt auf einmal so ein dicker Schinken um die Ecke und denkst du, ach du Scheiße, ich muss schnell weg hier. Heute war eine wunderschöne Afghanin. Ich wusste nicht, dass sie Afghanin ist. Also ich habe noch nie so eine schöne Afghanin gesehen. Sie war in der Kasse, egal wo ich war, sie war irgendwie auch da, aber sie hat mich nicht beachtet. Und ich dachte immer so, hä, warum ist sie in meiner Nähe? Und auf einmal ist sie in der Kasse, hinter mir an der Kasse, und sie kommt irgendwie immer näher. Ich rieche schon ihren Mundgeruch. So, das war irgendwie so Wrigley's Johannisbeere oder was weiß ich, was das war. Und ich rieche ein Parfüm und dann sage ich so, du kannst ruhig vor. Und sie sagt dann, ja, wirklich? Sage ich so, nein, doch nicht. Und so fing das Gespräch an. So fing das Gespräch an. Und was geil war, ist, ich gehe in dieser Imbissbude vorbei, einer schreit, Coach Frankie! Und ich denke so, geil, perfektes Timing, Mann. Und sie sagt so, wer bist du denn? Ich drehe mich um und dann sagt so, bitte, nur ein Bild, bitte, bitte, bitte. Und ich habe mich so cool gefühlt in diesem Moment, dachte sie mir, ja, so. Und meinte so, erklär mal, wer bist du denn? Was machst du denn so? Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache Online-Coaching, das war's. Also ganz arrogant, richtig cool, ja, weil sie sah zu gut aus. Deswegen habe ich auch ganz cool gemacht. Aber das hat gepasst, das hat gepasst in irgendeinem Dorf, ja. Das war cool, das war cool. Und es war mir unangenehm. Dann sagt er so, halbes Hähnchen, musst du mitnehmen. Sagt er, das ist mein Laden. Sie, kennst du diese Feinkostgeschäfte, diese persischen? Kenn ich. Ja, ja, dann macht er so eine Schafskäse rein. Dann macht er mit diesen Türchen so richtig, richtig niedlich. Ja. Ex-Muslima, nein, das warst du nicht. Ja, sie war noch Muslima. So, Dankeschön für diese hässliche Mütze. Vielen, vielen Dank. Ja, mein Lieber, das war heute ein bisschen Mindset. Wir treffen uns um 22 Uhr wieder. Um 22 Uhr. Nee, 21.30 Uhr für ein Big Match. Scheiße, Mann, ich muss Booster sammeln. Ich muss Booster sammeln, sonst wird das teuer für meine Supporter. Das wird sehr, sehr teuer. Also, ja, Schnake, wir schnacken sowieso privat. War ein geiles Gespräch. Ja. Und ja, mein Lieber, genießen wir die Roboterzeit. Oder versuchen einfach so ein bisschen das Alte noch wieder aufzuleben. Ich meine, guck mal, im Endeffekt kommt vieles ja auch wieder. Aber ich will jetzt nicht weiter wieder anfangen. Ich weiß, auch die Mode. Alles kommt immer wieder. Ja, ja, du merkst, dass der Mensch das gar nicht so modern will. Der will das gar nicht eigentlich. Aber die Konzerne machen Druck. Und sagen, hol dir nochmal das iPhone 15, ja. Und das ist genau wie das iPhone 14. Ja, ist ja wirklich, aber du gehst mit dem 14er aus dem Laden und schon 40% Verlust an diesem Telefon. Und drei Monate später kommt schon das 15 Pro Max, was weiß ich, hat er nicht gesehen, raus. Und das ist ja leider heutzutage so, ne? Alles ist schnelllebig. Das ist ja das, was ich meine. Egal ob Frauen, Autos, dies, das, alles.